Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zur Demo des Trans-Siberian Railway Simulators. Den gibt es aktuell bei Steam im Playtest kostenlos. Man kann dort den Playtest anfordern. Ich würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel hier mal im Survival-Modus und nennen uns jetzt einfach mal Ivan, nehmen das Ganze an und starten einfach mal und schauen mal, was das Spiel so für uns auf Lager hat. Ja. Ja, der Trans-Siberian Railway Simulator noch nicht in der Vollversion draus. Bahnreisende und Angestellte des private Transportunternehmen Komatre Misha hat den Betrieb auf der Güterstrecke wieder aufgenommen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme und sichere Reise. Genau, die wünsche ich auch. Mal schauen, was daraus wird. Hier fährt auf jeden Fall irgendein Zug schon mal los. Leider ohne uns. Ich würde sagen, was wir zuerst machen, wir hören mal dem Sergei zu. Schön, dich zu sehen, alter Kamerad. Jetzt ist es an der Zeit, wieder auf die Schienen zu steigen und zu beweisen, dass du der Beste in deinem Fach bist. Ja. Das kann man leider nicht überspringen. Während du deinen Posten bei der Bahn inne hast, wirst du gleichzeitig für Sibirskaya Bratva arbeiten. Du weißt, dass es eine schwierige Aufgabe ist, aber ich verspreche dir, dass du für jeden erledigten Auftrag Geld bekommst. Vergiss nicht, wie lange wir gebraucht haben, um den Direktor davon zu überzeugen, dir eine neue Lizenz zu geben. Er sagte, dass er viele Transportaufträge für dich auf der Strecke nach Krasnojarsk hat und du ihn nicht im Stich lassen darfst, weil du sonst zurück in den Gulag kommst. Bevor du loslegst, solltest du deine Fahrkünste auf einer Lokomotive auffrischen. Jo, das machen wir, Sergej. Ich würde sagen, vorher gehen wir mal ein bisschen hier einkaufen. Genau, wir sind am Bahnhof von Novosibirsk Zapadni. Man entschuldige mein schlechtes Russisch. Wir kaufen uns erstmal hier. Ne? Drück Enter, um fortzufahren. So, ja, genau. Hier, also hier in der linken unteren Ecke haben wir das Geld. Unten rechts Temperaturen. Oben links sehen wir, wie es uns gerade so geht. Genau. Einkaufen. Ja, machen wir. Wir kaufen uns mal hier eine Taschenlampe. Haben wir da unten ein Inventar, eine Kettensäge, direkt auch. Warum nicht? Dann haben wir hier Sprotten. Gönnen wir uns mal. Ist bestimmt eine nahrhafte Mahlzeit. Immer her damit. So, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist das gute Bier. Kaufen wir uns auch mal ein paar von. So. Taschenlampen haben wir. Was hat er hier? Joa, ein bisschen was Gesundes, ein paar Äpfel. Yes. Immer her damit, immer her damit. Jawohl, eine Banane, warum auch nicht auch. Ein bisschen Milch. Damit wir auch mal zwischendurch was Gescheites trinken können, so. Porten, Kohl, Brokkoli, Zwiebeln, ja, jawohl, also Zwiebeln, da kann man sowieso nicht nein sagen. So, Dankeschön. Und was haben wir hier? Messer, Claro, immer her damit. So, nehme ich direkt alle mal mit. Weiß nicht, wie schlau das ist, aber machen wir jetzt einfach mal. Und ja, ein bisschen Weißbrot, ein Laib Weißbrot, ein Laib Roggenbrot, noch einen zweiten Laib. So. Drücke I, um das große Inventar zu öffnen. Jawohl, machen wir. Also hier können wir unser Inventar verwalten. Ich würde sagen, das passt soweit. Nehmen wir uns mal ein Messer, vielleicht statt der Kettensäge da. Ansonsten passt das soweit. An manchen Orten kannst du Waffen für die Jagd und die Selbstverteidigung kaufen. Besagte Orte wird wohl dieser Mafia-Shop dort sein. Geh zu deiner Lokomotive. Das machen wir. Wir gehen mal zur Lokomotive und gucken uns dabei gleichzeitig hier um in Novosibirsk. In Sibirien. Ja, also das Spiel ist nicht so ganz ausgelegt auf, sagen wir mal, reine Simulation, wobei es auch diesen Simulationsmodus gibt, wo ich allerdings nicht genau sagen kann, worum es dort genau weil es dort keine Survival-Aspekte gibt. Also kann man da wohl anscheinend nur einfach rumfahren durch die Gegend. Aber ich dachte, wenn wir schon ein Zugspiel mit einem Survival-Modus haben, dann können wir den auf jeden Fall auch mal austesten. Also das Ganze bitte hier nicht allzu ernst nehmen. Das ist jetzt kein TSW oder kein Train Simulator oder so, sondern joa, der Trans-Siberian Railway Simulator. Da vorne wartet auch schon unsere Lok auf uns. Ne, Messer brauchen wir nicht, Taschen aber auch nicht. Ja, ein Bier können wir auf jeden Fall mal trinken. Nehmen wir noch eins. So. Ja, dann schauen wir mal, was das Spiel für uns bereithält.
Die Lok selbst bin ich noch nicht gefahren. Ich hab vorher nur einmal ganz kurz schon mal reingeguckt. Aber mehr auch nicht. Von daher, alles, was ab jetzt passiert, das erfahre ich mit euch gemeinsam hier und habe es vorher selbst nicht ausprobiert. Unsere Lok hier vorne zu sehen hat einen Stromabnehmer. Wir haben aber keine Oberleitung hier, sondern erst ab dort. Also schauen wir mal, wie das funktionieren soll. So, KI-Verkehr gibt es auch, aber den sehen wir jetzt gerade nicht. Ich würde sagen, wir steigen ein. Schließen die Tür, öffnen hier unsere kleine Holztür zum Führerstand. Wir haben auch hier einen Motorraum übrigens. Können wir das Fenster öffnen? Können wir vermutlich, aber. Das ist aber schön gemacht hier, ne? Ja, schön ausmodelliert. So. Dann einmal in den Führerstand rein und in der rechten oberen Ecke findest du Informationen zu den nächsten wichtigen Punkten. Okay, also das nächste Signal. Wir sehen dort die nächste Station, den nächsten Hangar. Das wird wohl so eine Art Lokschuppen sein. Mafia-Shop, Bar, Forsthaus, Schrottplatz. Okay, drücke Enter, um fortzufahren. Machen wir. Einige Lokomotiven sind während des Tutorials gesperrt. Okay. Stell dich neben den Seitenspiegel und drücke E. E, um Inspektionsmodus zu starten. Du befindest dich im Inspektionsmodus. Drücke T, um den Zustand der verschiedenen Teile der Lokomotive zu sehen. Finde das kaputte Teil und ersetze es durch ein neues. Finde einen verstellbaren Schraubschlüssel und benutze ihn. Also Tachometer ist kaputt. Dann. No, Moment. Nee, das hat jetzt nicht geklappt. Also T, Inspektionsmodus. Und was jetzt? Drücke T, um das zu inspizieren. Verwende das Scrollrad. Drücke E zum Beenden. T. Geschwindigkeitsmessung. Dann das kaputte Teil und dann setzt sich durch. Ne? Huh, wo bin ich hin? So. Ah, das. Ah, okay, mit dem Scrollrad. Jetzt habe ich das verstanden. So, Tachometer. Kann ich das irgendwie hier greifen? Moment mal, das muss doch irgendwie zu machen sein. Ah, ich glaube, man muss aus dem Inspektionsmodus raus und dann muss man da hinlaufen. So, Moment. So, dann greift man sich das. Genau, verstellbarer. Schraubenschlüssel. Den haben wir jetzt im Inventar. Okay. Dann jetzt einmal hier hoch. Und jetzt müssen wir mal ins Inventar gehen. Nee, ich will kein Bier. Nee, das auch nicht. Ich würde gern das Inventar so. Schraubschlüssel statt Messer. So, und dann wählen wir hier den Schraubschlüssel aus. Löse die Schrauben des Tachometers mit der rechten Maustaste. So. Zack, zack. Ja. Gibt es noch mehr? Ach so, ach, da auf der anderen Seite. Okay, so. Lege den verstellbaren Schraubschlüssel weg und entferne den kaputten Tacho. Okay, so. Tachometer setze einen neuen Tachometer in den leeren Platz ein. Wo finde ich denn einen neuen Tachometer? Liegt hier irgendwo einer rum? Was ist das? Das sieht aus wie ein Tachometer. Kann ich das von hier aus greifen? Nein. So, Tachometer 60. Warum muss ich das bezahlen? Das ist auch nicht meine private Lok. Kupplungsschloss. Ha, Leiter. Interessant. Interessant, okay. Ja, ich würde gerne hier wieder hoch. So, danke. Also, ist wie gesagt nur eine Early Access Version.
Da sind auf jeden Fall noch die ein oder anderen Bugs vielleicht drin. So, Tachometer und dann nimm den verstellbaren Schraubschlüssel. Okay, machen wir. Ja, so. Schraubschlüssel. Ich würde gerne ins Inventar. So, Schraubschlüssel da. Zack. Und einmal die Schrauben wieder festdrehen. So. So. Du kannst gebrauchte Teile auf dem Schrottplatz verkaufen. Okay. Die Lokomotive startklar. Gut. Drücke Enter, um fortzufahren. Denk daran, den Zustand der Teile zu überprüfen und sie rechtzeitig zu ersetzen, um Schäden zu vermeiden. Sie unterliegen einem ständigen Verschleiß. Okay. Schalte den kleinen Kompressor im Maschinenraum im zweiten Abschnitt der Lokomotive ein. Der kleine Kompressor muss zuerst gestartet werden. Kleiner Kompressor. Ach so, ach, ich dachte, das ist eine zweite Lok, die hier dahinter gespannt ist, aber das ist ja tatsächlich so ein Riesenteil. Kleiner Kompressor bitte an. Versorgt ihr die Stromabnehmer mit Druck, wenn im Hauptbehälter kein Druck vorhanden ist. Okay, schalte den Funk ein. Tür zu. Und Tür zu. Machen wir die auch mal zu. Wollen ja nicht, dass es kalt wird. Den Funk einmal eingeschaltet. Die Waggons mit Kohle nach Nowosibirsk Glavny sind bereit für den Transport. Sie stehen auf Gleis 8 am Bahnsteig 3. Okay. Das war eine Information des Disponenten über deinen aktuellen Transportauftrag. Jo. Du kannst die Taste Anruf drücken, um den letzten Funkspruch zu hören. Drücke Enter, um fortzufahren. Schalte den Schalter Stromabnehmer Leistung auf dem Steuerpanel in der Kabine im ersten Abschnitt ein, um die Lokomotive mit Strom zu versorgen. Genau, dann einmal den Pantographen hoch. Ist das? Moment. Ja, das wird da schon sein. Stromabnehmer. Das rote Licht zeigt, dass der Stromabnehmer von der Batterie geliefert wird. Beliefert wird, oder? Geliefert? Schalte die Stromabnehmer 1 und Stromabnehmer 2 auf dem Panel ein, um sie anzuheben. Also Stromabnehmer 1 und 2 bitte einmal hoch. Warte, bis der Stromabnehmer die elektrische Leitung erreicht hat. Ja, woran kann ich das sehen? Gibt es sowas wie eine Außenkamera? Gibt es hier nicht, ne? Das rote Licht ist erloschen. Der Hauptstrom auf dem Panel zeigt 3300,0 Volt. Das bedeutet, dass der Strom jetzt von dem Stromabnehmern geliefert wird. Okay. Schalte die Schalter Heizung erstes Set und Heizung zweites Set an. Die sind da vorne. Also zack, einmal zack. Dann haben wir hier ein bisschen Licht. Können wir direkt auch? Ne, können wir nicht. Drücke Enter, um fortzufahren. Die Temperatur kann nicht unter 5 Grad. Halte die Türen und Fenster geschlossen. Haben wir nicht vorhin ein Fenster aufgemacht irgendwo? Das hier? Ja. Das hier. Schalte den Schalter Kompressor auf dem Panel ein. Okay, ups. Kompressor bitte an. Die Hauptbehälteranzeige auf dem Panel zeigt, wie sich der Tank füllt. Der Hauptbehälteranzeige muss mindestens 4 Kilogramm mal Sekunde durch Meter zum Quadrat betragen, damit die Motoren richtig funktionieren. Also hier, ups, ich vergesse mal, dass ich nicht mit dem Mausrad zoomen kann. Hier, also der Hauptbehälter füllt sich gerade. Schalte den Schalter KVC ein, der die Steuerung für den unterstützenden Motor startet. Jawohl, das rote Licht in der ersten Reihe und zweiten Spalte bedeutet, dass die KVC eingeschaltet ist, aber noch nicht funktioniert. Sie muss zurückgesetzt werden. Okay, dann hier einmal zurücksetzen. Wenn das rote Licht erloschen ist, bedeutet das, dass die KVC funktioniert. Das funktioniert auch. Schalte den Schalter BV1 ein, der die Steuerung für den Antriebsmotor startet. Jawohl. Dann haben wir das Licht, muss zurückgesetzt werden. Das machen wir hiermit. So, also das Aufrüsten ist doch komplizierter, als ich es gedacht habe. Das rote Licht in der zweiten Reihe
und der ersten Spalt ist erloschen. Das bedeutet, dass die Motoren eingeschaltet sind. Wenn du die Stromabnehmer herunterlässt und wieder hochfährst, denk daran, die Motoren zurückzusetzen. Okay. Schalte den Schalter Motorkühlung niedrige Geschwindigkeit ein, um die Motorkühlung während der normalen Bewegung startet. So. Bereite die Bremsen vor, stelle den Hebel Blockieren der Bremsen in die Position Bremsen gelöst, um die Bremssysteme zu entriegeln. Also praktisch den, ja, so eine Art Bremsschlüssel. So. Fülle den Ausgleichsbehälter und die Bremsleitung mit dem Druck von 5,5. Das machen wir wo? Ausgleichsbehälter mit dem Druck 5,5. Moment. Fülle den Ausgleichsbehälter und die Bremsleitung mit dem Druck von 5,5. Aber wie? Stromabnehmer. Wo mache ich das denn? Hauptbremse, Bremshebel. Da nicht. Da auch nicht. Uah, was ist das denn? Moment, das muss doch irgendwie zu machen sein. Okay, ich musste irgendwie nur Enter drücken, also passt das schon. Hauptbremshebel in die Position freigeben und aufladen. So. Die Anzeige Ausgleichsbehälter und Bremsleitung auf dem Panel zeigt an, wie sich der Ausgleichsbehälter und die Bremsleitung füllen. Der Druck wird zum Bremsen verwendet. Wenn du mehr Druck in der Bremsleitung hältst, kannst du länger und härter bremsen. Wenn du den Druck länger als eine halbe Minute über 5,7 Kilogramm mal Sekunde durch Meter zum Quadrat hältst, kann die Lokomotive beschädigt werden. Überschreite diesen Grenzwert nicht. Okay. Stelle den Hebel auf die Position Service. Das ist immer noch zu viel. Also wir sind jetzt bei ungefähr 6 angekommen. Das ist immer noch zu viel. Erreiche den Wert unter 5,7. Der Druck begann zu sinken, blieb aber bei 6. Im Moment, ja. Stell den Hebel auf Schalten WO-Versorgung aus. Der Druck lässt nach. Okay. Stell den Hebel, Hauptbremshebel auf die Position Service, um den Druck zu stabilisieren. So, ja, hier. Der Druck hat sich auf 4,5 stabilisiert. Die Bremsen sind vorbereitet. Ja, super. Cool. Können wir jetzt mal fahren? Ich würde gerne fahren. Wenn du den Druck genauer einstellen möchtest, nein, möchte ich nicht, stellst du den Hebel Hauptbremshebel auf die Position Freigabe. Ja. Schalte den Schalter VU ein, um das Lokomotivsteuerungssystem zu aktivieren. Er befindet sich über der Eingangstür zum Fahrerhaus. Da. VU ein. So. Einschalten der Signalanlage. Mach mal G zum Maschinenraum. Im ersten Abschnitt stelle den Hebel Richtung der Signalisation auf die Position vorwärts. Rückwärts. Vorwärts. So. Stelle den Schalter Signalanlage auf dem Panel links im Fahrhaus im ersten Abschnitt auf 1. Ja. So. Alle 10 Minuten zurücksetzen, damit die Signalisierung richtig funktioniert. Wie setze ich das denn zurück? Da. Also die SIFA, mehr oder weniger. Grünes Licht bedeutet, dass die Geschwindigkeit bis 60 km/h erlaubt ist, okay? Gelbes Licht bedeutet, dass du beim nächsten Signal auf mindestens 40 abbremsen musst. Gelbes und rotes bedeutet, dass du vor dem nächsten Eisenbahnsignal anhalten musst. Rotes Licht bedeutet, dass du sofort anhalten musst. Ja. Weißes Licht bedeutet, dass der nächstgelegene... Achso, das steht ja hier. Ah, wir haben so eine Art In-Cap-Signaling. Dass das nächstgelegene Bahnsignal nicht erkannt wurde und du mit Vorsicht weitermachen musst. Gehe ins Fahrerhaus im zweiten Teil der Lokomotive. Ich glaube, wir müssen zwischendurch mal was essen, ne? Und trinken. Gehen wir mal ins Inventar.
und trinken mal erstmal hier ein bisschen Milch. Hier. Gönnen wir uns mal. So, der Durst ist weg. Und essen mal hier was von den Sproten. Okay. So, geh ins Pfarrhaus im zweiten Teil der Lok. So, Lokomotive ausschalten und den Schlüssel für das Panelschloss auf dem Steuerpanel des ersten Abschnitts herausziehen und in das Steuerpanel des zweiten Abschnitts stecken. Okay. Ja, fortfahren. Stelle den Hebel, blockierbarer Hebel, in die Position Handbremse gelöst, um die Bremse zu deaktivieren. Okay, also ich habe Zombies erwartet. Noch sind wir hier echt tief in der Simulation drin. Ja, einmal Handbremse bitte lösen. Ach so. Ist das das? Nee, doch, ja. Oh. So. Also auch einmal bitte lösen. Ja, mach mal. Nicht so dramatic. Ja, passt schon. Oder? Ja, 0%. Okay, so, was nun? Auf die Position M, um zu fahren. Lokomotive ist betriebsbereit. Okay, cool. Setze den Haupthebel Hebel an die 1-Position. Stelle den Hebel Haupthebel auf die nächste Position, um schneller zu werden. Tu das langsam. Wenn du zu viel Leistung aufbringst, leuchtet das weiße Licht auf dem rechten Panel auf. Bla 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 bla. Der nächste Schritt ist das Koppeln der markierten Waggons. Fahre vorwärts, bis du die richtige Weiche passiert. Das fahr nicht zu schnell, denn du wirst bald bremsen müssen. Okay. Wir fahren. Endlich. So. Zwischendurch mal hier zurücksetzen. Was machen wir denn eigentlich hier gegen den Kater, den wir gerade haben? Ich gucke gerade ganz kurz. Oh, wir sind schon ganze 23 Minuten in der Aufnahme und fahren erst jetzt los. Meine Güte. So. Noch ein bisschen Stoff geben. Okay, diese Wagen müssen wir da ankuppeln. Ich glaube, wir können auch schon mal den auf 0 setzen. Das ist die Lokbremse, das ist die Zugbremse. Okay. Haben wir so eine Art Außenkamera? Nee. Ah, okay. Ich kann mit den Tasten auf das Inventar auch zugreifen. Fahre vorwärts, ja, mach mal. Wir werden zu langsam. Aha, da laufen auch Leute rum. Schön. Also, das wird definitiv nicht die einzige Folge sein hier vom Trans-Siberian Railway Simulator. Das war jetzt nur so die Vorbereitung. Da kommt auf jeden Fall noch was. Warum können wir das Horn nicht benutzen? Pfeife auch nicht. So, jetzt aber einmal hier auf 0 setzen. Und dann schauen wir, dass wir die Weiche passieren. Und zwar mit dem ganzen Zug bzw. der Lok. Ich kann, habe leider keine Vorstellung, wie lang die Lok hier ist. Die ist ja nämlich schon etwas länger. Oh, 12 Meter, 13.
Fahren wir mal noch ein bisschen. So, 23. Wir können hier aus dem... Oh, nee, wir können hier leider nicht rausgucken. Okay. Ich denke mal, das wird reichen. Bremsen. Wieso kann ich die Bremse nicht anlegen? Kann ich die Bremse anlegen? Auch nicht. Warum nicht? Nicht verfügbar. Bremshebel ist doch auf 0. Kann niemand sagen, wie ich bremse? Okay, wir haben eh schon fast angehalten, aber trotzdem. Es muss doch irgendwie bremsbar sein. Bremse gelöst. Ja gut, okay, das reicht. Wir haben angehalten. Für Sibirien ist das okay, wenn man, wenn der Zug nicht eingebremst ist. Achso, setze die Lokomotivbremshebel auf die Bremse angezogen Position. Ja, okay. Das Spiel möchte, dass wir zuerst bremsen. Hallo? Einmal bitte hoch. Na? Hallo? So. So. Der Bremsflüssigkeitsbehälter, bla bla bla. Der Tank ist voll, das bedeutet, die Lokomotive bremst. Ja, schön. Zug hat angehalten. Habe ich auch bemerkt. Danke. Geh nach draußen. Jawohl, machen wir. Und stellen jetzt einmal die Weiche hier um. Hallo? Zurück ins Fahrerhaus und stelle den Hebel Wählheben auf die Position MR, um die Rückwärtsfahrt einzuleiten. Also im Grunde genommen den Fahrtrichtungswender in Rückwärtsstellung. Einmal Tür zu. Einmal den bitte auf MR. So, einmal Lokbremse lösen. So. Ich würde halt gerne irgendwie hier rausgucken. Was, wenn ich im Inspektionsmodus bin? Oh ja, das funktioniert auch. Dann fahren wir weiter. Sehr gut, dann kann ich noch... aber ein bisschen hier Leistung reingeben. Tja, das sind wir hier. Machen wir mal einen Screenshot. Ich würde gern bremsen. Wieso geht das denn nicht? Überschreite nicht die Geschwindigkeit von 5 km/h. Ja gut, danke, aber ich würde gerne bremsen. Du kannst den Zug im Inspektionsmodus beobachten. Ja. Okay. Das muss doch irgendwie machbar sein, dass ich hier bremsen kann. So. Lassen wir mal
auf Stellung 1. Und fahren mal langsam ran hier. Der Mafia-Shop, man kennt ihn. Ob das was wird? Könnten auch mal einen Screenshot machen. Okay. Dann einmal den auf 0 setzen. Ich kann halt die Bremse nicht bedienen. Ich verstehe das nicht. Dann müssen wir halt warten, bis wir es knallen hören. Da, Waggons sind gekoppelt. Moment. Die kostenlose Produktversion wird in Kürze veröffentlicht. Füge unser Spiel. Ach, das war's schon. Okay. Ja, gut. Dann haben wir noch gar nicht gegen irgendwelche Zombies kämpfen dürfen. Okay. Wir könnten uns natürlich auch noch die Simulationsversion angucken. Allerdings schauen wir mal, ob wir dann doch nochmal ein weiteres Spiel machen. Ich dachte, wir können zumindest mit dem Zug hier mal losfahren, aber das kommt mir anscheinend noch nicht. Also, das Spiel war jetzt an sich ganz interessant. Mich hat die Simulationstiefe überrascht von der Lok, dass wir da wirklich so dermaßen detailliert da uns ranwagen müssen. Spaß hat es auch bisher gemacht, muss ich sagen, weil es ein Setting ist, das ganz interessant ist. Grafisch ist das Spiel auch nicht schlecht. Von daher schauen wir mal, wenn die Vollversion oder die Prolog-Version rauskommt, was wir da so mitmachen können. Aber das war dann jetzt so ein erster Playtest und jetzt kommt mir schon mal in die, ja, in die Mechanik des Spiels so ein bisschen mal zumindest reinhorchen. Gut, das wäre es dann auch an dieser Stelle. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ob noch mal ein zweites Video dazu kommt, sei jetzt mal dahingestellt. Ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht aber auch nicht. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Bis dahin, macht es gut und auf Wiedersehen.